Minecraft, hallo Mephisto 2051. Hallo Leute, hallo Varuna. Mein Urlaub ist vorbei, ich muss endlich wieder aufnehmen. Die letzten Folgen waren alle vorproduziert, aber ich bin zufrieden, dass ich wieder da bin. Und wir sind in der Altstadt. Ich habe nämlich gedacht, wir sollten endlich mal ein längst vorhergesagtes Projekt. Achtung, hier, das kommt zu. Ja, ich höre. So ein längst angesagtes Projekt beginnen. Und es wird hier oben die kleine Burg sein. Ich habe hier außenrum mal so eine kleine Mauer angefangen. Ja, ich fliege hier oben rum. Ja, ich gucke mir das auch immer mal von oben an. Das sieht sonst immer so, naja, aus. Ja, die Form ist einfach... So wie ein Chappes Herd von der Form. Ja, habe ich gerade auch gedacht. Aber eigentlich war das nicht Sinn der Sache. Sondern einfach am Rande des Berges folgend. Und ja, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich bin knapp in der Aufnahmezeit. Das heißt, ihr werdet heute mal eine Folge kriegen, die wirklich just in time produziert ist. Ja, ich bin mal gespannt, ob du es wirklich schaffst. Ja, ich hoffe, ich krieg's hin. Falls nicht, tut's mir leid, dann kommt sie eine Stunde später heute mal um 19 Uhr. Aber ich gebe einfach Gas. Wir müssen einfach heute die Mauer fertig machen, mehr nicht. Oh, das sollte ja wohl kein Problem sein. Du kennst uns ja. Wir verquatschen uns immer ein bisschen, bauen was anderes. Oh scheiße, schon wieder 30 Minuten. Mann. Ich hoffe, du hast die Uhr im Auge. Ich habe natürlich wieder vergessen, mir eine zu stellen. Ja, ja. Dafür ist ja ein zweiter Bildschirm da, weißt du? Weißt du, so easy ist das. Diese Luxus von Leuten, die sich zwei Bildschirme leisten können. Ja, hallo? Ich habe erst letztens nochmal die Systemspezifikationen von einem gesehen. Der hat dann mal gleich hingeschrieben, ja, ich habe Bildschirme. So, wow. Wie viele Bildschirme? Drei. Drei, das ist ja schon wieder ein bisschen zu viel. Ja, hier da unser Mephisto baut da unten drunter noch ein paar Erdblöcke weg, damit die Mauer nicht auf Erde steht, sonst putzt sie irgendwann weg. Ich genau. Um die Höhe der Mauer. Eine Spitzhacke ist einfach zu overpowered, die haut immer alles direkt weg. Ja. Da muss man ein bisschen Gefühl haben. Ja, mache ich ja schon. Ich drücke die Maustaste immer nur ganz, ganz kurz und es ist teilweise schon so lange. Ja, yeah, kenne ich. Aber mit einem Mining Speed von, ich muss nach der Schaufel gucken, 41 von der Schaufel und 96 von der Spitzhacke geht das halt unglaublich. Hauser. Angeber. Lass dir mal die Zahlen von Mavia sagen. Ja, lieber nicht. Ich glaube, dem seine Spitzhacke war bei 130, 140 oder so. Habe ich denn überhaupt? Ich baue jetzt immer mal abwechselnd so und so die Steine. Ich hoffe, wir haben die abwechselnd. Nein, ich habe viermal die Teil Cobblestone bekommen. Cool. Das heißt, auch wenn ich die abwechselnd baue, sind immer der gleiche Stein. Ich habe gerade mal 57 Mining Speed auf meiner Axt. Meine Spitzhacke. Ja. Heute ist es ein langweiliges Edde austauschen. Könnte spannender sein. Das heißt, wir müssen den Leuten ein paar lustige Fakten oder anderen Krams erzählen, damit es nicht ganz so langweilig ist beim Zugucken. Ja, ich könnte noch sagen, dass ein Zuschauer mir geschrieben hatte. Und zwar Iceman Style. Der hat mir eine ganz gute Rezession gegeben. Ja, der war irgendwie begeistert von meinem Aufnahme, also von der Bildqualität, von der Tonqualität und so weiter und so fort. Bei dem habe ich auch mal reingeguckt. Vielleicht könnte er noch ein paar mehr Videos machen. Also war noch ein bisschen relativ wenig. Aber wenn da noch ein bisschen mehr dazukommt, dann hat es bestimmt auch Qualität. Ich muss echt sagen, dass ich in letzter Zeit doch recht gute Kommentare krieg. Ja, ja, da hat sich jemand hochgeschlafen. Nein. Hallo? So einfach ist das nicht bei mir. So einfach machen. So schnelle Spitzhacke. 16 Uhr. Haben wir jetzt? Oh,
verdammt. Guck doch! Ja, ich hab die mir doch angezeigt. In-game, ich habe zwar keine Ahnung, wo diese Anzeige herkommt und welcher Mod diese Anzeige darstellt, aber. Bei dir wird das. Wir haben schon 16 nicht. Uhr. In-game. Was sagt denn die Aufnahmezeit? 5 Minuten. Das ist aber heute echt schnell. Oh, das da, wunderbar, steht alles auf Gras. Gras über die Sache gewachsen, haha. So, oder sogar hier eher drunter. Ich probiere hier Fliegen durch die Gegend zu rennen und Fliegen durch die Gegend rennen. Ja, natürlich. Und die Blöcke richtig zu platzieren. Ja, wie gesagt, ich habe wo du jetzt im Urlaub warst, mal noch ein bisschen Bahnstrecke verlegt. Stimmt, die kann ich euch. Ich bin mit meinem Turtle-Programm eigentlich schon ganz zufrieden. Es hat noch ein paar Verbesserungsideen von mir bekommen, die sich das Verlegen gezeigt haben. Ich wollte es Mavia erstmal zeigen, dann hat die Turtle erstmal nur Scheiße gebaut. Hat irgendwann angefangen, weiter oben weiter zu bauen. Da war noch ein kleiner Bug in dem Programm. Ah, deshalb. Ich habe mich schon gefragt, wieso da Löcher in der Wand sind. Weiter oben. Ich glaube, die hat Shadow in die Decke gehauen. Ah. Ja, der war auch ein paar Mal hier. Die Turtle hat einfach ebenbürtig angefangen, Sachen zu verlegen, schön die Schienen und alles, wie ich das gerne wollte. Ihr wollt ja alles mal mit Schienen verbinden und dann auf einmal hat die Turtle gedacht, sie baut nach oben und hat oben weitergebaut. So, was? Okay. Na, das ist dann ein bisschen ungeschickt. Ja, das war einfach ein ganz kleiner Fehler, dass irgendwo, wenn sie auf einen Block draufkommt, sie sich nicht runterbuddelt und runtergeht, sondern einfach nur dort weitergemacht hat, weil sie nicht runterkam. Das hat sich alles behoben, aber ich habe jetzt festgestellt, ich muss noch irgendwie einkalkulieren, dass ihr halt durchs Wasser baut. Das klappt zwar wunderbar, aber die Fackeln zum Boosten unserer Schienen, die wir ja gerne hätten, ja, gehen leider im Wasser verloren. Und ich habe irgendwie keinen Bock, die alle manuell von Hand nachzusetzen, also muss ich da das Programm mal noch ein bisschen feintunen. Naja, auch das hatte ich gesehen, dass hinten am Ende der Schienenstrecke keine geboosteten Tracks mehr waren. Ich war mir nicht sicher, ob das Absicht ist. Nee. Und das ausgebremst wird. Könnte man so lassen, jetzt momentan, aber nein, die sollten eigentlich permanent weiter geboostet werden. Das ist halt noch der Fehler, dass die Fackeln leider gesetzt werden und von dem Wasser direkt weggespült werden. Ah ja. Ich werde euch auf jeden Fall gleich am Ende. Was heißt gleich? Wir haben noch. Knapp. Du wolltest doch heute mal eine schnelle Folge machen. Ja, deshalb sage ich ja, wir haben noch knapp 8 Minuten. Sind wir jetzt bei 12 angekommen? Nein, schnelle Folge heißt hier 15 Minuten. Ach so, okay. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Ich glaube, ich mache hier schon noch mal einen Absatz rein. Sonst wird die Mauer hier auf der Seite einfach zu hoch. Echt mal gucken, dass ich einen neuen Prozessor komme, damit ich Sachen schneller umwandeln kann. Irgendwann hängt es dann am Umwandeln. Deswegen kommen bei mir einfach nur die Folgen raus, die geplant sind, aber nicht die ganzen Folgen, die noch da in der Warteschleife hängen seit einem Jahr oder wie auch immer. Ja, finde ich ein bisschen schade bei dir. Aber das kriegst du auch noch hin. Ja, irgendwann hat man immer mehr Zeit. Haha. Achso, übrigens, ich bin kein Ossi. Ich wurde letzte Woche in meinem Urlaub angesprochen, ob ich denn aus dem Osten kommen würde. Ich weiß zwar nicht, wie die Person darauf kam, aber naja. Ich dachte mir, hä? Wie kommt man auf die Idee? Ich kann leider keinen Dialekt imitieren, deswegen lasse ich das. Nö, ich konnte das schön ein bisschen, aber nicht richtig. Und wenn du so machst, würde ich dich auch als Ossi bezeichnen. Ja, aber ich habe ganz normal gesprochen. Ja gut, ich meinte ja nur, wenn du so machst. So, hier ist passt. Hier haben wir noch ein Stöckchen. Ein Stöckchen? Ein Stückchen, ein Blöckchen, was auch immer. So, ich glaube, ich bin schon mit meinem Teil fertig. Moment, dann gucke ich mal, dass ich hier ein bisschen was. So, ich laufe so einmal nochmal ganz ab. So gucken, dass sie immer schön auf dem Gras gebaut wurde und nicht irgendwie in der Erde hängt. Jupp. Ich mach mal hier noch sicher ein paar sicher. Carpenter-Blöcke, damit wir hier eine Stufe reinkriegen. Als wäre ich mach mal hier noch den Sand weg und mach Erde hin. Oh ja. Zumindest mal Großteil. Ja. So.
Ich möchte hier eine Stufe reinmachen, sonst haben wir hier eine 10 Block hohe Mauer, die einfach gerade nach oben ragt. Das finde ich ein bisschen hässlich. Ja, das ist genau mein Spezialgebiet beim Bauen. Hässlich. Es muss doch funktionell sein. Ne, du kennst mich ja, bei mir nicht. Kannst mal hinter die Carpenter-Blöcke schon wieder 3-4 Blöcke hochbauen. Ja, ich bin noch gerade einmal am Außen abfliegen. Sieht aber so aus, als sei alles schlimm. Das wird gleich schlecht, hey. So, da. Ich spring da und von links nach rechts. Bin es gar nicht mehr gewohnt, so schnell fliegen zu können. Ja. Da bist du selber schuld. Wenn man nochmal bei 0 angefangen hat und da durch die Gegend tappt, so, oh. Hinter den Carpenter-Blöcken 3-4 nach oben, hast du gesagt. Ja. Oh. Huch. Also ich bin, mir wird gerade wirklich richtig schlecht hier durch die ganzen Drehungen. Aber ich schaff's, die Blöcke alle richtig zu platzieren, muss ich dazu sagen. Achso, ich dachte, du wolltest die Mauer grundsätzlich überall gleich hochziehen. Jetzt bin ich etwas irritiert. Ja, die wird auch gleich hoch. Halt, warte, da noch nicht. Da nicht. Deswegen. Ja doch, da wird später auch nochmal hoch. Erstmal nur hier unten. Nur hier unten, okay. Also wir müssen jetzt das Level hier mehr oder weniger auf das obere Level angleichen. Und dann, und auch immer gucken, dass eben hinter den Carpenter-Blöcken eins Platz ist, auch wenn ich da mal was vergessen habe. Da ja, keine Sorge, das kriegen wir alles hin. War ich noch nicht so weit. Nein, mein erster Carpenter-Block falsch gesetzt. So, ich mache jetzt mal kurz ein bisschen schneller und dann sehen wir uns gleich, wenn die Reihe hier fertig ist. Bis dann. Was, stopp? Doch hier haben nicht alle Blöcke richtig platziert. Achso, du hast einen falschen Block eingesetzt. Das habe ich nicht gesehen. Soweit fertig. Wir haben den Grundstein unseres Monstrums eigentlich. Also es sieht im Moment noch nicht schick aus. Ist eigentlich nur eine grob eingefasste Fläche aus Cobblestone Bricks. Also wenn das Ding fertig ist, dann thront das hier über der Stadt wie sonst was. Das ist Sinn der Sache. Hast du noch einen Grasblock? Da unten hat nämlich, glaube ich, mal ein Enderman einen geklaut.
Ich habe nur Erde. Ja, das passt auch. Erde Wo ist hier passt. da unten? Beim Spawn. Wo ist er denn? Hat. Hier. Da. Ah, tada. Ja, das ist Sinn der Sache. Also es soll wirklich über der Stadt auf dem Berg thronen. Das hatte ich ja von Anfang an schon so geplant. Und ich glaube, das wird richtig cool. Hier müssen wir noch mal. Hier müssen wir noch mal unterfüttern. Da fehlt noch was. Komm mal her, bitte. Eieieiei, Ja, wo denn? hast du noch was vergessen? Direkt neben der Tunnelwand. Ich guck auch noch mal. Nicht, dass der Mephisto hier alles falsch macht. Ah, hier unten den einen Block. Und hier auch. Boah, die sieht man nachher gar nicht so einfach. Hier auch. Kleiner weg. Ich hätte fast wieder einen Erdblock hingesetzt und das ohne Absicht. Die vier Blöcke unter beim Dings, da hast du gemacht. Vier Nö. Blöcke beim Dann Dings hast da. du noch ein. Das hier. Hier. Ah, ach Oder wir je. setzen da noch ein bisschen Gras hin. Aber ich glaube, es ist besser, die Erde wegzumachen. So. Nur damit du zufrieden bist und es hübsch aussieht. Ja. Muss schön aussehen bei mir. So, das war's von der heutigen Folge Minecraft City. Unser Grundsteinlegung für die. Dafür hat wieder ein Enderman-Block geklaut. Guck mal hier. Ist denn? Da. Jo, genau. Also die Grundsteinlegung wie heißt das hier? Ah, Burg. ist soweit gelegt. Ich freue mich, dass du mitgeholfen hast. So ging das Kein ein Problem. bisschen schneller. Die Mauer ist noch nicht ganz fertig. Die kommt noch mal eine Etage ein bisschen höher. Aber dann ja, müssen wir uns bald schon an die Innereien der Burg machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, bei Mephisto fürs Helfen. Jo, danke. Bis demnächst. Die Bahnstrecke zeige ich euch nächstes Mal. Bis dahin. Ciao, Bis Minecraft. dann. Ciao.